Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von The Weekly Can. Wir haben schnell ein paar Themen abzuhaken. Das ist wieder mal so eine etwas speziellere Folge vom The Weekly Can, weil ich heute nämlich arbeiten musste. Und dementsprechend, normalerweise wäre ich schon längst fertig mit meiner Aufnahme, also schon seit mindestens einer Stunde wäre ich fertig mit meiner Aufnahme. Ja, bin ich aber nicht. Aber ich wusste das ja zum Glück vorher, habe ich auch letzte Woche ja schon angekündigt. Ich habe bereits am Dienstag den größten Teil des Weekly Canes aufgenommen. Das heißt, wenn wir hier gleich mit der Magie des Schnittes, mit der Begrüßung fertig sind, kommt erstmal der Kane aus der Vergangenheit zu euch gewandert und erzählt euch über drei Comics was, bevor wir dann mit He-Man und He-Man hier weitermachen. Weil da habe ich mir gedacht, wenn eh klar ist, ey, das wird ein bisschen stressig mit Aufnehmen und so, lass mich doch die Brocken hier weglesen. Das kommt dann ganz gut hin. Und es kam auch ganz gut hin. Des Weiteren möchte ich noch mal kurz auf den letzten Comic-Treff verweisen, der beim Kanal des Reverend war. Dort war das Thema politische Comics. Und ich würde sagen, wer da noch nicht eingeschaltet hat oder nicht live dabei war, holt das doch bitte nach. Und noch eine ganz wichtige Veränderung. Denn ich habe ja schon für die Folge, war ja klar, wird weniger. Das wird uns die nächsten Wochen nochmal begleiten. Nicht, weil ich jetzt jeden Samstag arbeiten muss, nein. Ich habe mir einen neuen Laptop gekauft. Und zwar dieses gute Stück. Ist ein bisschen kleiner als alle Laptops, die ich sonst so gewohnt war. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und ist ziemlich fettfingerlastig. Richtig geiles Ding. Auch mal wieder etwas schwerer und dicker. Also der ist doppelt so schwer wie mein großer, den ich zuletzt hatte. Hat hier einen Lüfter an der Seite, hat unten einen Lüfter. Denn der ist gamingfähig. Also der ist wirklich fürs Gaming gedacht. Er läuft dabei bei Resident Evil 8 auf alle Fälle trotzdem heiß, weswegen ich mir noch eine externe Kühlung auf den Rad von André von Team Comicfan 86 geholt habe. Aber ansonsten läuft hier rauf Resident Evil 8 sehr gut und auch Resident Evil 4, was ich mir gleich gekauft habe. Und dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, ja, die nächsten Wochen werde ich sehr viel Video spielen. Also ich gehe davon aus, dass ich jeden Abend nach der Arbeit erstmal 2 Stunden zocke und dann halt nur noch 2 Stunden lese. Vielleicht auch mal noch ein bisschen mehr spiele. Also es wird sich jetzt so ein bisschen anders einfach verlaufen. Ich denke, so viel wird es nicht ausmachen. Es wird dann immer nur für die Quickies dann von Bedeutung sein. Aber dementsprechend werde ich die nächsten Wochen mit Gaming verbringen, um Resident Evil 8 und Resident Evil 4 zu zocken. So, und ich glaube, damit habe ich alles durch, was für die Begrüßung jetzt wichtig wäre. Dementsprechend gebe ich jetzt weiter an den Kane der Vergangenheit. Von Panini Comics habe ich gelesen Predator vs. Wolverine. Das wäre hiermit dann jetzt das erste Crossover zwischen dem Alien-Predator-Franchise mit dem Marvel-Franchise, seit Disney die Rechte daran hat. Ich weiß nicht, ob es früher schon mal was gab. Ich weiß, man hatte schon mal versucht, Alien und Marvel Crossover zu machen. Das ging aber nach hinten los und darum hat man dann die Brutes eingeführt. Aber ich weiß nicht, ob es nicht schon mal was mit Predator gab. Das weiß ich jetzt per se nicht. Aber ich glaube, Alien ist damals jedenfalls nichts geworden. Darum hat man die Brutes eingeführt, die ja so ähnlich waren. Aber nun sind ja Predator und Alien Teil des Marvel-Universums, zumindest erscheinen die Comics bei Marvel, seit Disney die Lizenz an dem Franchise hat. Und jetzt treffen halt unsere Marvel-Recken auch endlich mal auf diese Monster, diese Ungetüme. Geschrieben ist das Ganze von Benjamin Percy, der ja zurzeit eh an Wolverine die Hand hat, was also ganz gut passt. Und ich finde, er hat eine wirklich super gute Wolverine-Serie abgeliefert und auch eine gute X-Force-Serie, die einfach immer Spaß macht, die funktioniert. Und mit Wolverine tue ich mich immer ein bisschen schwer. Das hier wäre also für mich jetzt nichts gewesen, wenn da nicht Predator drauf wäre. Also Wolverine ist jetzt nicht so ganz meine Figur. Benjamin Percy schreibt ihn wirklich richtig gut. Und Zeichner haben wir hier eine ganze Menge. Denn wir haben hier mehrere Zeitpunkte der Marvel-Historie, wo Wolverine auf den Predator trifft. Das heißt, wir haben erstmal die Gegenwart, das ist das Aktuelle, das ist von Ken Lashley gezeichnet und Craig Land und Jay Leisten arbeiten halt an den Wolverine Origins Kapiteln und Andrea DeVito an eben die den Einsatz von Waffe X, also an dem Team X, wo ja eben Logan immer mit Sabretooth und Maverick unterwegs war. Dann haben wir Hayden Sherman, der hat eine sehr geniale Aufgabe, denn dessen Aufgabe ist jetzt, diese Story zu kombinieren mit der klassischen Weapon X Story.
Und das funktioniert gut. Das ist echt cool nochmal am Ende. Ja, dann haben wir Kai Sama, der kümmert sich um die Muramasa-Ära. Das ist wieder so ein Punkt, da habe ich nicht so viel Ahnung. Das ist dieser Punkt, wo Wolverine in Japan unterwegs war, sich verliebt hat und versucht hat, sozusagen ein bisschen das Tier in sich zu kontrollieren. Da sind wir da angeliedelt. Und dann haben wir natürlich noch die klassische X-Men-Ära, die Westchester-Ära wird sie genannt, von Gavin Guthrie. Bei dem ist mir nicht so ganz klar, wann das spielen soll, weil vom Team her müsste das eigentlich so ganz irgendwo während des ganzen Chris Claremont-Graffels passieren. Aber ganz oben sind Stockwerke für andere Schüler. Und das war ja erst bei Grant Morrison, dass wir wirklich Schüler an dieser Schule hatten. Weiß ich jetzt nicht. Also das ergibt sich mir nicht so ganz, aber wahrscheinlich haben wir gedacht, komm, wir tun so, als wären schon immer Schüler an der Schule gewesen. Keine Ahnung. So, und wir kriegen die Geschichte sehr verschachtelt erzählt, denn wir beginnen in der Gegenwart. Und die Gegenwart haben wir halt auch wirklich in jedem US-Heft, wo wir halt sehen, wie Logan verfolgt wird vom Predator und uns von einer ewigen Jagd schon mit diesem Predator berichtet. Und dann geht's rüber eben nach Wolverine Origins, wo die beiden das erste Mal aufeinandertreffen. Und bei dem Wolverine Origins Kapitel kommen auch so Prey-Vibes auf. Also ich glaube, da hat man sich auch ein bisschen inspirieren lassen, aber das dürfte zeitmäßig nicht passen. Also ich glaube, Prey spielte noch bevor irgendwelche weißen Männer da irgendwo aufgetaucht sind. Also ich glaube, die wurden dann nirgendwo erwähnt. Aber wir haben hier dann solche Vibes auf alle Fälle drin. Das fand ich cool. Ich finde es immer cool, wenn man da so ein bisschen die Punkte zu anderen Storylines bekommt. Und das bekommen wir auch danach mit der Team X Story, wo wir halt eben diese Special Force sehen, die sich halt im Dschungel gegen mehrere Predatoren zur Wehr setzen müssen. Und da denke ich natürlich gleich sofort an das klassische Predator, wo es zwar nur ein Predator ist, dem sich Arnold Schwarzenegger gegenübersteht, aber das passte wirklich hier meiner Meinung nach richtig gut von den Vibes her. Wie gesagt, dann haben wir halt das Waffe X Kapitel. Da weiß ich jetzt nicht, woran sich das orientiert. Da dachte ich jetzt mehr an das erste Predator Comic von Marvel/Panini als jetzt irgendwo an die Filme. Da habe ich mehr jetzt die Inspiration zugesehen, aber wir erleben halt mit, wie der Predator den guten Logan ausfindig macht in dem Waffe X Labor, als er gerade das Adamantium übergezogen bekommen hat. Und dann haben wir natürlich auch das Japan Kapitel, wo wir einfach Logan mit Samurai-Schwert gegen den Predator kämpfen lassen, wobei dieser Kampf aber je unterbrochen wurde, um halt die reguläre Handlung aus der damaligen Zeit vorzuspinnen. Also das ist wirklich ein Lückenfüller sozusagen. Also es spielt genau während der alten Abenteuer. Also da ist nicht irgendwo, dass jetzt hier großartig was passiert. Wir sehen halt den Kampf und dann kommt diese Unterbrechung, die auch dort in der Ära zu sehen war. Und dann geht's halt zu den X-Men-Kapitel, wo Logan halt generell immer besorgt ist, dass irgendjemand seine Freunde angreift, weil er ja so viel auf dem Kerbholz hat. Und genau das passiert halt auch, als er angegriffen wird, und dabei kommt er auch zu einer gewissen Selbsterkenntnis. Und all diese ganzen Kapitel sind halt wirklich eingebettet in der Gegenwart, wo wir halt Logan aktuell mit bei seinem letzten Kampf gegen den Predator sehen. Dabei ist es aber nicht so, dass ihr die Hefte jetzt irgendwie schnappen könnt und einzeln lesen könnt. Das werdet ihr ziemlich schnell merken. Einfach im ersten Heft haben wir zwar die Wolverine Origins Kapitel, kriegen aber schon die ersten zwei oder drei Seiten von Team X mitgeliefert, und so zieht sich das durch. Also das ist nichts, wo ihr jetzt die US-Hefte einzeln lesen könnt, sondern ihr müsst schon diesen kompletten Band lesen. Es ist halt wirklich, wir haben eine Story, die halt wirklich von Wolverine Origins aufbaut bis in die Gegenwart, und wir kriegen das halt in Rückblicken erzählt. Und meiner Meinung nach, Benjamin Percy beweist generell super gutes Gefühl für Logan, muss ich einfach sagen. Also Ich möchte wirklich behaupten, er schreibt meiner Meinung nach den besten Wolverine, weil er hier auch wirklich so Themen noch mit aufbringt, obwohl die hier gar nicht so richtig reinpassen. Allein schon in dem Origins-Kapitel geht er darauf ein, dass eben Logan sehr für diese Vater-Kind-Sachen zugänglich ist, dass er da halt manchmal so ein bisschen das Denken ausstellt. Und das ist ja was wir bei Logan in der Historie immer wieder gesehen haben, dass er sich irgendwelche jüngeren X-Men sozusagen als Ziehkind rangezogen hat. Vielleicht ist er nicht der perfekte Vater für seinen eigenen Sohn, aber im Endeffekt ist er für sehr, sehr viele junge Mutanten
die Vorbildsfunktion, hat die Vaterfunktion eingenommen. Ich liebe immer noch die Beziehung, die er zu Quentin Quire hatte, während der Zeit, als Logan Schuldirektor war. Was ist leider mittlerweile nicht mehr ganz so vertreten, aber da hat man wirklich gemerkt, dass zwischen den beiden wirklich diese Vater-Sohn-Beziehung da ist und das auch beidseitig. Ich fand das damals so genial, oder ich wurde so richtig emotional mitgenommen, als Logan starb und Quentin da wirklich in ein Loch gefallen ist, also wo er gerade so in die Spur kam, und ohne Logan hat er seinen kompletten Halt damals verloren. Und Benjamin Percy, meiner Meinung nach, der Beweis, dass er die Figur kennt. Und das hat man selten. Also merkt man natürlich auch, er greift sich hier die unterschiedlichen historischen Sachen auf, ne, wir dürfen ja nicht vergessen, jetzt bei Team X, da hat er ja, soweit ich weiß, Maverick mit dazu erfunden. Er war ja vorher nicht Teil dieses Einsatzteams generell. Aber das hat er mit hier eingewoben, aber eben nicht vergessen, dass halt da immer Logan und Sabretooth zusammen waren und die sich hier auch wirklich ein bisschen piesacken. Auch bei der Weapon X-Story, man macht gutes Gefühl und vor allem auch eine gute Verbindung zwischen eben diesem Predator-Storyline und der Weapon X-Story gemacht, auch wenn es so eben kurz vor Weapon X anzusiedeln ist, aber eben schon nachdem er das Adamantium bekommen hat, aber auch richtig gut. Also meiner Meinung nach, Benjamin Percy hat halt wirklich meiner Meinung nach Logan drauf und der Predator funktioniert meiner Meinung nach auch super bei ihm, also sowohl von der Logan-Seite einfach gut geschrieben, als meiner Meinung nach kommt auch richtig gut das Predator-Feeling auf. Und natürlich hat man hier zwei wirklich ebenbürtige Jäger sich gegenübergestellt. Und vor allem fand ich es auch interessant, Logans Gedanken dazu zu sehen. Denn es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen eben dem Predator und Logan, der hier immer wieder Thema wird und eben auch entscheidend wird für den finalen Kampf. Also richtig geil, hat richtig Spaß gemacht. So wünsche ich mir solche Comics und mal schauen, was uns da noch in Zukunft vielleicht an Großobern erwartet. Von Reprodukt habe ich gelesen Die Straße von Manu Lassenet nach dem Roman von Cormac McCarthy. Und den Roman kenne ich nicht. Ich habe vor vielen Jahren mal den Film The Road geschaut, der hierauf beruht, den ich sehr gut fand. Er hat einen sehr ruhigen Erzählton, wird für viele dann wahrscheinlich als Film wieder zu langweilig sein, aber ich fand den damals sehr gut. Und das Comic, das ist spitze. Das muss man einfach sagen. Also was Manu Lassenet hier abliefert, das ist wirklich genial. Das ist eigentlich ein fast stummes Werk, möchte ich behaupten. Wir haben natürlich Texte drin, aber wir haben eben auch sehr viele Seiten, wo so gut wie kein Text dabei ist, oder auch Seiten, wo gar kein Text ist, wo wir einfach nur von den bedrückenden Bildern geleitet werden. Und auch wenn man dann vielleicht denken würde, jo, bei so einem Werk ist man ziemlich schnell durch. Also bei mir war es nicht so. Ich habe die Panels sehr lange angeschaut, habe dann die ganze Seite bin ich durchgegangen, auch wenn ich sie gelesen habe, und habe meist die ganze Seite nochmal mir angeschaut, / gelesen, je nachdem. Also ich habe wirklich das mehrfach gemacht, weil das so eindrucksvoll ist und so fesselnd und du auch wirklich versuchen möchtest, so viele Details wie möglich davon aufzunehmen. Wir lernen hier einen Vater kennen, der mit seinem Sohn durch eine Dystopie läuft. Auf der Suche nach Nahrung, auf der Suche nach Zuflucht, auf der Suche nach Schutz. Wir wissen nicht, was mit dieser Welt passiert ist. Das Einzige, was wir wissen, es kommt kein Sonnenstrahl mehr runter zur Erde. Das heißt, wir leben also in so einer eiszeitigen Welt. Es schneit auch immer mal, aber das war, glaube ich, mehr jahreszeitmäßig. Aber der Himmel ist so voll mit Smog, dass da keine Sonnenstrahlen großartig mehr runterkommen. Die Menschen erfrieren. Und natürlich sind solche Welten, und das haben wir auch in anderen Comics und Serien kennen, immer ein Zuhause für durchgedrehte Arschlöcher, die anderen Menschen Leid zufügen. Und so geht es dem Vater und dem Sohn hier so, dass sie sich vor Menschen verstecken, dass sie halt Schutz suchen. Und der Vater uns auch immer wieder predigt, wir sind die Guten, aber die anderen sind es nicht. Die anderen ernähren sich von Menschen, die anderen jagen Menschen, die anderen nehmen anderen was weg. Wir tun das nicht. Stimmt zwar auch nur so mittelprächtig, weil so wirklich gut ist er dann auch nicht, aber da sieht man einfach, wie die moralischen Grenzen in so einer Geschichte einfach so ein bisschen verschwimmen.
und vielleicht auch verschwimmen müssen, dass man sich nicht mehr an die Moral, die wir heute leben, halten kann, wenn es ums reinste Überleben geht. Das ist ja auch Thema bei The Walking Dead, wenn wir einfach nur Rick Grimes betrachten, wie er sich entwickelt und wie er seine Moralvorstellung auch anpassen muss, obwohl er ja Polizist ist. So, und wie gesagt, in erster Linie sehen wir die beiden wirklich nur durch diese trostlose Welt wandern. Und das ist so genial inszeniert, wie Manu Lassanet das macht, weil uns halt immer so Bilder zeigt, wo einfach die Umgebung gezeigt wird, wie sie halt so, wie da Sachen liegen, wie dort Leichen liegen oder wie einfach alles ein Trümmerfeld ist. Und du willst das aufsaugen. Du willst das aufsaugen. Ne? Und natürlich gibt es auch Begegnungen mit Menschen in diesem Werk, das muss es ja geben. Aber die gehen halt auch wirklich sehr unterschiedlich auch aus. Und es ist eigentlich eine riesige Dramageschichte, die ihr hier präsentiert bekommt. Eine apokalyptische Dramageschichte rund um einen Vater und seinen Sohn und das reine Überleben. Eigentlich eine sehr hoffnungslose Geschichte, muss man sagen. Also man hat hier nie das Gefühl, dass wirklich irgendwas Gutes passiert. Das Beste, was passiert, ist immer wieder der Junge. Der Junge ist immer wieder mal so, dass er halt wirklich noch Güte in sich zeigt. Das ist bei dem Vater nicht so. Der Vater lässt sich von seinem Sohn dann überreden, Güte zu zeigen. So kommt es hier mehrfach vor, dass sie halt auch an anderen Menschen vorbeilaufen. Natürlich immer erstmal mit der Waffe im Anschlag, aber einzelnen Personen, denen es nicht gut geht, die leiden. Und der Sohn überredet den Vater immer wieder dann mal dazu, diesen Menschen zu helfen, auf unterschiedliche Art und Weise. Mal stellen sie einfach nur eine Konserve an den Straßenrand, wenn sie an ihm vorbei sind, mit dem Wissen, jo, wenn er weitergeht, stößt er auf die Konserve und kann sie essen. Oder auch eben mal, dass sie halt jemanden mit zum Essen einladen. Es gibt aber auch immer Momente, wo der Vater sich von seinem Sohn nicht erweichen lassen kann, hilfsbereit zu sein. Wie zum Beispiel als ihnen mal ihr Wagen von einem Mann geklaut wird und sie den Mann einholen, lassen sie ihn sich komplett entkleiden und lassen ihn halt nackend zurück. Ja, und wenn ich das richtig interpretiert habe, spielt dieser Mann später noch eine Rolle. Aber es ist ein bisschen schwierig, die Figuren hier dann auf lange Sicht auseinanderzuhalten. Aber der Sohn versucht, seinen Vater von ihm zu abbringen. Nein, das können wir nicht machen. Lass uns unseren Wagen nehmen. Lass ihm vielleicht noch ein bisschen was zu essen da. Wir können ihn nicht im Stich lassen, aber da lässt sich der Vater nicht erweichen. Weil er einfach sagt, er hätte uns das Essen geklaut und uns damit zum Sterben zurückgelassen. Ne? So, zusätzlich merken wir aber auch, dass der Vater Probleme hat. Über die ganze Reise ist er immer nur am Husten und Blutspucken. Und dementsprechend wissen wir ja schon, dass das wahrscheinlich nicht allzu gut für ihn ausgeht. Und dementsprechend auch nicht gut für den Jungen ausgehen kann. Was einen natürlich auch beim Lesen immer noch so verfolgt. Und überhaupt auch die Angst, die da ist, an einem Ort zu bleiben. Denn eigentlich finden sie hier einmal einen Platz, da könnten sie leben, auf lange, lange Sicht. Aber der Vater sagt, nein, wenn wir an einem Ort bleiben, werden wir früher oder später entdeckt und dann sind wir tot. Wir können nicht bleiben, wir müssen weiter auf der Straße bleiben, immer weiter laufen, ohne Unterlass, bis wir irgendwo ankommen. Und richtig schlimm, diese Szene. Ich werde dazu gar nichts sagen, aber als ich diese Szene hatte, das war heftig. Also, wow, das war was ganz, ganz, ganz Schlimmes für mich, als das dann aufgelöst wurde und man denkt, nee, das war das jetzt nicht, nein. Und vor allem, wie der Vater das auch noch dem Sohn versucht, so anders zu erklären, damit ihm nicht bewusst wird, wie schrecklich das gerade war. Also ihr seht hier drinne wirklich sehr stark die Abgründe der Menschheit, obwohl ihr gar nicht so viel von diesen Menschen seht. Aber ihr wisst, diese Abgründe sind da, an all den Kleinigkeiten, die um uns herum passieren. Dazwischen ist aber dieser Hoffnungsschimmer, diese Liebe zwischen Vater und Sohn, bei der wir aber auch mitkriegen, dass da halt auch noch was Düsteres dahinter steckt, was das vielleicht dann auch wieder betrübt. Also dass selbst diese Liebe und diese Hoffnung zwischen diesen Figuren halt auch betrübt ist. Und das Ende am Ende, wunderschön. Also es ist kein Happy End, die Welt ist untergegangen, hier gibt es keine Happy Ends. Aber es ist ein hoffnungsvolles Ende. Die Zeichnungen von Manu Lassanet, die sind einfach wirklich richtig toll. Die passen, die sind düster, vor allem die Hintergründe richtig geil, aber auch die Figuren. Und
wir dürfen ja nicht vergessen, Manuel Arsenet macht ja auch viele humorvolle Comics wie Die Rückkehr aufs Land oder Der alltägliche Kampf. Und auch bei Blast erkennen wir diese Nähe zu den klassischen franco-belgischen Großnasen-Comics, weil er dort ja auch die Figur mit einer großen Nase versehen hatte. Und wir haben hier in erster Linie sehr graues Werk. Ich möchte nicht schwarz-weiß sagen, es ist ein sehr graues Werk, so zum bläuliches Grau. Aber dazwischen gibt es immer mal wieder Farbe. Nicht viel, aber sie hat halt immer wieder so ein bisschen Bedeutung, um uns etwas klar zu machen, um uns etwas zu zeigen. Manchmal ist es nur die Hoffnung, manchmal ist es einfach nur, um den Schrecken noch mehr zu verdeutlichen. Also für beides wird die Farbe angewendet, aber sie ist sehr, sehr reduziert. Sie wird sehr, sehr selten angewandt, aber macht eben gerade dieses Werk noch ein Stückchen besser und wirkungsvoller. Obwohl man jetzt theoretisch da ziemlich schnell durch sein könnte vom Lesen, weil wie gesagt, so viel Text ist das nicht. Wir haben aber nur einen Vater und einen Sohn, die ab und zu mal reden, aber die auch leise sein müssen, weil sie wollen ja nicht entdeckt werden. Wir haben sehr viel ruhige, sprachlose Szenen, wo wir nur Bilder begleiten. Ich war jedenfalls nicht sehr schnell damit durch, denn ich habe wirklich auf den Panels geruht, auf den Seiten geruht, habe die Seiten, eigentlich müsste ich jede Seite immer zweimal gelesen haben. Manche sogar dreimal. Ob's, ne? Also weil ich das so stark fand und ich auch vor allem auch, wenn es nur diese Panels waren, die unbedingt richtig erforschen wollte, mir richtig anschauen wollte, und das habe ich selten. So ein Leser bin ich nicht. Ich glaube, das wisst ihr auch alle, dass ich eigentlich nicht so dieser Leser bin, der auf diese ganzen Details aus ist, und sondern einfach die Geschichte lesen will und sich darin verlieren will. Hier war es halt wirklich mal so, ich wollte das richtig in mich aufsaugen. Das ist wirklich ein richtig geiles, starkes Werk. Von Panini habe ich die neue The Pocket Edition zu The Boys gelesen von Garth Ennis und Dedrick Robertson. Ist halt in einem kleineren Format, hier reguläres US-Format. Und hier die Pocket Edition. Die Pocket Edition ist genauso groß wie die Panini Ink Edition. Ansonsten ist dieser Band vom Inhalt her deckungsgleich mit der Gnadenlos Edition. Ihr habt also auch hier 14 Ausgaben drin und das für 15 Euro. Also das ist genau das, wovon wir unbedingt mehr brauchen. Comics, die preisgünstig wirklich auch zugänglich sind, um neue Leser zu gewinnen, und ich hoffe, dass da einfach noch mehr kommt. Das habe ich damals schon bei Panini Ink gesagt, wobei ich sagen muss, hier Panini Ink zwischen 19 und 20 Euro für ein paar Seiten weniger und hier halt 15 Euro ist jetzt auch nochmal ein Unterschied. Das geht auch dadurch, dass hier natürlich die Übersetzung schon da ist. War bei Panini Ink nämlich nicht bei allen Sachen, bei vielen war es, zumindest bei den Marvel-Sachen. Aber bei Hawkeye und Moon Girl musste neu übersetzt werden, Miss Marvel, Spider-Man, da war es schon da. Aber Übersetzungen spielen damit rein und das Papier spielt mit rein. Denn hier haben wir jetzt kein Hochglanzpapier, sondern einfach nur ein rein weißes, normales Papier, also leicht raues Papier. Und damit kann man den Preis natürlich auch noch sinken, wenn man einfach ein etwas anderes Papier nimmt. Und ich denke, das reicht für so eine Edition. Ganz einfach. Es ist kein billiges Papier, es ist aber eben auch kein Hochglanzpapier. Und genau so kann man das machen. Und wie gesagt, davon wünsche ich mir mehr. Ich habe schon wieder als Kritik mitbekommen, wo ich mich auch frage, schaut man sich die Sachen überhaupt richtig an, dass Leute sagen, jo, das kann man nicht lesen, das ist viel zu klein, ich habe da im Comic Shop reingeguckt und das ist viel, viel zu klein, das ist dieselbe Schriftgröße. Wie sie auch, ach, jetzt habe ich eine Seite aufgeschlagen, wo nur ein Panel dabei ist mit Sprechblatt, so wie bei CrossCult. Und ich würde sogar noch behaupten, CrossCult nutzt die Sprechblase nicht ordentlich aus, wenn ich das so vergleich sehe. Das ist wirklich dieselbe Schriftgröße, wirklich, also da ist kein Unterschied, es ist dieselbe Schriftgröße, also wenn ihr sonst die CrossCult Sachen lest in dem normalen Format, also in diesem Format, dann ist das dieselbe Schriftgröße, dann ist diese Aussage irgendwie quatschig, wenn ihr dann sagt, das ist zu klein, und ich habe das von Leuten gehört, bei denen ich weiß, dass sie CrossCult Titel lesen, also Schriftgröße vollkommen okay, also
perfekt. Einmal wirklich alles an dieser Edition ist, was jetzt nur dem Format angeht, perfekt. Und davon wünsche ich mir mehr Comics, die einfach wirklich kostengünstig zugänglich sind. Und ich hatte hier immer Angst vor diesem Werk, weil das so overhyped ist. Und da bin ich immer vorsichtig. Da gehe ich immer sehr ungern ran. Meistens zu Unrecht. Meist holt's mich dann doch extremst ab. Und das hat mich abgeholt, weil es mich erstmal schockiert hat. Also es hat mich gleich zu Anfang schockiert. The Boys spielt nämlich in einer Superheldenwelt, wo aber nicht der Grundsatz ist, auf große Kraft folgt große Verantwortung, sondern hier gilt, Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Auch wenn diese ganzen Superhelden irgendwann mal mit hehren Zielen angefangen haben, wie wir sie halt von Spider-Man und KKG kennen, ist das hier nicht mehr der Fall. Die sind so versumpft in ihrer eigenen Korruption und in ihrer eigenen Rockstarigkeit, dass es einfach nur noch Arschlöcher sind. Und die nehmen keine Rücksicht mehr auf irgendwas. Und ihnen kann ja auch niemand Einhalt gebieten. Und wie gesagt, es ist gleich so ein richtig böser Schock. Und ich spoilere euch jetzt. Es ist gleich zu Anfang der Reihe. Wir lernen den guten Huey kennen. Und ja, erinnert mich hier an den Schauspieler von Shaun of the Dead. Ich weiß nicht, an den erinnert er mich. Das ist so ein richtig liebenswürdiger Typ. Wahrscheinlich ein kleiner Loser, aber ist halt ganz nett. Und er ist mit seiner Freundin hier auf dem Jahrmarkt und macht ihr gerade den Heiratsantrag. Alles glücklich, alles gut. Plötzlich fliegt irgendein super Schurke durch seine Freundin und er hält nur noch die Arme in der Hand. Und der Superheld, der den geworfen hat, sagt auch nur noch zu ihm, aus dem Weg, du bist. Also so richtig arschig. Also da war ich schon richtig angepisst und man merkt halt, dass der gute Huey daran richtig zerbricht und dem Superheldentypen ist das egal und die Polizei ist zwar auch genervt, den Superheldentyp kann dem aber nichts anhaben. Normalerweise ist das ja fahrlässige Tötung von dem Minimum, wenn nicht sogar Vorsatz. Aber ja, man kann halt nichts tun. Also kommt der, kann der weg, ne? Und Huey muss sich mit dem Ärger rumschlagen, soll dann auch noch irgendwelche Verzichtserklärungen unterzeichnen, damit die Superhelden dann nicht ans Bein gepisst werden. Das ist dann auch so gang und gäbe, ne, weil die nehmen keine Rücksicht auf Verluste. Und dann begegnet dem guten Huey ein Mann namens Billy Butcher. Billy Butcher arbeitet für CIA, um genau zu sagen für eine ganz, ganz kleine Sondergruppe namens The Boys, die sich mit Superhelden auseinandersetzt. Deren Aufgabe ist es halt wirklich, so ein bisschen den Superhelden auf die Finger zu klopfen, die sich halt wie die Axt im Wald benehmen und ja, theoretisch dürfen sie auch mal töten. Ist auch nicht so schlimm, wenn das mal passiert. Weil sowohl Superhelden als auch das CIA vertuscht halt dann solche Sachen, weil soll ja nicht öffentlich werden. So. Und dieser rekrutiert jetzt Huey als Spion. Und die erste Aufgabe ist es so ein Teen Titans Verschnitt so ein bisschen zu überwachen, wo wir halt wirklich dann schon mitkriegen, wie korrupt diese ganze Superhelden Sache ist, weil wir die beobachten, wie die einfach nur nach einer Heldentat eine riesige Orgie feiern, was vielleicht noch in Anmaßen okay wäre, aber die ganze Art, wie das schon läuft, ey, das ist ganz schlimm. Ja, die haben hier halt ihr Hauptquartier in irgendeiner Wohnung. Und schlafen da auch nur, also ich kann es jetzt nicht reinhalten, da sind wir halt in dem 18er Bereich, mit Prostituierten. Das Problem ist, diese Superhelden, die haben natürlich sehr viel Kraft. Und ich denke da auch an The Brody Superschlampe, wo von Aufwand aus ihnen ist, wo sie im Superhelden Superman verschnittene Fellatio gibt und dann sie rechtzeitig den Kopf aus dem Weg nimmt und dann mit dem Schuss ein Flugzeug zum Absturz bringt. Jetzt stellt euch vor, so ein Schuss geht rein in eine normal menschliche Frau. Und das wird hier wirklich thematisiert. Wir sehen dann, wir behandeln dann halt wirklich, dass die Frauen auch darunter leiden, dass die sich halt zukoksen mit so einem superhellen Zeug, was ihnen kurzfristig Superkräfte gibt. Oder dass sie eben dann dabei eben wirklich dann durch Verletzungen blutend auf der Toilette sitzen. Und auch ansonsten ist diese ganze Gruppe total assi einfach. Während der eine für krebskranke Kinder eine Show macht, klaut der andere die Medikamente. Und wirklich ganz, ganz mies. Und die Gruppe rund um Huey und Billy Butcher machen das dann so ein bisschen bekannt. Oder pressen zumindest die Gruppe, dass sie selber bekannt machen. Was dann aber zu größeren Problemen sorgt, weil dann The Boys von diesem Teen Titans Verschnitt aufgespürt wird, weil sie einen Tipp von einem
anderen Superhelden bekommen, mit dem Billy Butcher eine ganz eigene Rechnung auf hat. Also schon diese Eröffnungsstory ist einfach genial. In der zweiten Story haben wir es dann mit so einem Batman-Verschnitt zu tun, der auch gerade eine total psychische Störung hat und überall sein Dingelhopper reinsetzen muss und dadurch zur Gefahr für andere Leute wird. Und gleichzeitig haben wir in dieser Ausgabe sehr stark das Thema Homophobie. Und das ist auch ganz interessant, weil Yui sieht sich als total offen diesem Thema an und wirft auch dem guten Billy immer vor, weil er immer so blöde Sprüche ablässt, dass er total homophob ist. Und dann gehen die beiden aber in eine schwulen Kneipe. Ja, und der Einzige, der wirklich dann plötzlich ein Problem hat, ist Yui. Und da wird das dann auch mal so ein bisschen gespiegelt, ne? Also dass man sich am meisten für sehr offen hält, aber wenn man dann doch da direkt in Kontakt kommt, sich doch sehr unwohl fühlt. Und am Ende haben wir dann noch einen Umsturzversuch in Russland, angeführt eben von einer kapitalistischen Gesellschaft, die eben auch die Superhelden unterstützt, die ihre eigene Diktatur in Russland aufbauen wollen. Und da müssen auch unsere Jungs eingreifen, um das zu verhindern. Und hier zwischen tauchen so starke Themen noch auf. Also wir haben natürlich erstmal diese richtig geile Story. Und die ist brutal, die ist schonungslos und die schockiert. Das will sie auch. Das ist Garth Ennis, wir wissen's. Aber dazwischen passieren eben so viele kleine soziale Hiebe. Ob es nun eben diese Schwulenfeindlichkeit ist, die man hier mit drinne hat, die schon heftig ist, als auch generell so dieses Abwertende gegenüber andere, also Xenophobie, was wir dann in der letzten Story haben. Aber was auch genial ist, nämlich MeToo. MeToo war da ja noch gar kein Thema in dieser Form. Klar war das so ein offenes Geheimnis, dass es das alles gab. Und darüber wurde ja früher schon oft gewitzelt. Aber hier wird das richtig extremst gezeigt anhand einer Superheldin, die halt eigentlich eine christliche Superheldin ist und wirklich mit heldenhaften Vorstellungen in diese Superheldengemeinde reingeht und jetzt befördert wird, jetzt Mitglied des stärksten, mächtigsten Superhelden-Team werden kann, nämlich der Seven. Mitglied werden darf, aber nur unter der Bedingung, indem sie jedem Mitglied dort eine Fellatio verpasst. Und dann wird das für sie halt wirklich zu einem reinen Albtraum, aber sie ist halt so froh, in diesem Team bei zu sein und tut halt auch alles dafür. Sie lässt sich halt von den Typen des Teams missbrauchen und dann wird gesagt, ja, aus PR-Gründen brauchst du ein neues Kostüm und dann kriegt sie so einen Ausschnitt, wo die Brust kaum drinne bleibt. Ne, und man merkt halt, dass die da dran total schon zugrunde geht. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie das weitergeht. Also Garth Ennis hat hier ein richtig geiles Gefühl für so eine korrupte Superheldenwelt. Und er geht da ja auch so ran. Ne, normalerweise, wenn man Macht hat, wird man davon korrumpiert. Und das fließt hier halt rein. Und die nutzen das alle eigentlich aus. Dazwischen gibt es mit Sicherheit auch ein paar gute. Wir lernen sogar einen guten am Ende kennen. Und ich würde auch diese junge Superheldin, die da so missbraucht wird von The Seven, auch als so eine erstmal ansehen. Auch wenn ich noch nicht viel Hintergrundinfos habe. Aber ich sehe, die wird dann mit Sicherheit am Ende auch total korrumpiert sein. Das fließt hier mit rein. Drogenkonsum, eben wirklich dieses Rockstar-Leben, Ausnutzen von Schwächeren. Also hier ist so viel Sozialkritik drin auch noch, was das ganze Ding einfach extremst abrundet. Und hier bleibe ich auf alle Fälle dran. Also ich werde mir auf alle Fälle alle weiteren Bände dieser Pocket-Edition holen, weil das einfach mega ist. Und wie gesagt, ich hatte immer so meinen Schiss davor, weil es dieser Hype-Titel ist. Aber es ist zu Recht dieser Hype-Titel. Ganz einfach. Ja, und dann hatte ich ja angekündigt, dass ich die Woche dann auch einfach mal dafür nutze, den guten He-Man abzuarbeiten. Dann hatte ich mir ja irgendwo Ende letzten Jahres die beiden Omnis bestellt. Hier ist der zweite, hier ist der erste in meiner Hand, weil die ja von der Buchpreisbindung aufgehoben waren. Ihr kriegt die jetzt auch mittlerweile gar nicht mehr. Also jetzt werdet ihr sie nur noch überteuert auf dem Gebrauchtmarkt finden. Aber da waren die alle zum halben Preis. Ich habe sogar noch zu viel bezahlt, weil ich habe halt jeden einzeln gekauft. Es gab auch ein Angebot, wo ich hätte beide zusammenbekommen, nochmal 10 Euro preiswerter. Beim selben Anbieter, wo ich bestellt habe. Das war natürlich schlecht. Aber egal. Und ich habe das ja alles schon mal digital gelesen, was uns hier drin erwartet. Wobei nicht ganz. Im zweiten sind noch ein paar Classic-Sachen drin, die nicht mit in den digitalen Editionen dabei waren, also in den alten Trades. Aber das hat mir damals sehr gut gefallen und dementsprechend habe ich hier natürlich sofort zugeschlagen. Und hier haben wir halt die DC-Interpretation von He-Man.
Hierbei handelt es sich jetzt nicht wie zum Beispiel bei Revelation etwas, was an den alten Fernsehserien anknüpft. Man könnte zwar am Anfang noch diesen Verdacht äußern, aber es funktioniert einfach dann spätestens ab der Ongoing-Serie nicht mehr. Also wir fangen nämlich mit einer Miniserie an, dann kommen Ongoing-Serie, die wird dann nochmal unterbrochen durch eine Miniserie, also ein Crossover mit der Justice League, und dann kommt irgendwann als kompletter Abschluss nochmal eine Maxi-Serie namens Eternia Wars, und da ist dann diese ganze He-Man-Sache dann halt endlich beendet. Und dann kamen noch ein paar zusätzliche Miniserien, die aber nicht mehr in diesem He-Man-Universum spielten, sondern ihr eigenes Ding gemacht haben. Und hier haben wir es mit einer Welt zu tun, wo Adam nicht He-Man ist, oder zumindest scheinbar nicht He-Man ist, sondern aufwacht, aber von Träumen geplagt wird, wie er als He-Man gegen Skeletor kämpft und auch scheinbar ein gewisses Muskelgedächtnis hat, nämlich als er von Beastman angegriffen wird und sich gegen ihn zu Wehr setzt, ja, weiß Adam ganz automatisch, wie man kämpft. Dementsprechend wird uns ziemlich schnell klar, dass Adam einfach nur vergessen hat, dass er He-Man ist. Und auch Adam wird klar, dass mit ihm etwas nicht stimmt, weswegen er sich auf seine eigene Heldenreise begibt, um herauszufinden, wer er eigentlich ist. Und dabei natürlich auch wieder auf die unterschiedlichen Masters of the Universe trifft, die dasselbe Schicksal erlitten haben, bis dann zur großen Konfrontation mit Skeletor. Und ich spoilere das auch mal, das ist einfach die erste Miniserie und die ist halt wegbereitend dann für die Ongoing, für das Crossover mit der Justice League und für Eternity Wars. Ja, He-Man schafft es natürlich, Skeletor zu schlagen, wie es immer so ist. Aber kaum ist Skeletor weg, kommt auch schon die nächste Bedrohung daher. Hordak, begleitet von Despora, die eine ganz besondere Verbindung zu He-Man hat. Und es ist einfach eine extremst episch geil erzählte Saga, die einfach riesen Fun macht. Die spannend geschrieben ist, die dabei nicht trashig ist, womit man ja vielleicht fast schon gerechnet hat. Nein, die ist halt wirklich eine spannende Serie, die meiner Meinung nach gut durchdacht ist. Es gibt so ein paar Punkte, wo ich sage, ja, da hätte man vielleicht noch nachschärfen können, weil wir einen riesigen Krieg einfach irgendwann haben und eigentlich so ziemlich alles Leben auf Eternia ausgelöscht ist. Und ne, also dementsprechend frage ich mich immer, hat man jetzt Zeit, sich noch um andere Sachen zu kümmern? Ja, stelle ich einfach mal da einen Raum. Aber ansonsten einfach richtig stark geschrieben, macht richtig Spaß. In dem ersten Omni habt ihr halt die erste Miniserie und das Crossover mit der Justice League, der New 52 Justice League, um genau zu sein. Und dann eben die Ongoing-Reihe komplett drinne. Das ist der erste Band. Im zweiten Band erwartet euch dann der Abschluss der großen epischen Saga in Form des Eternity War. Bei dem auch ganz lustig ist, bei She-Ra in der Fernsehserie, bei der klassischen, gab es immer so ein kleines Wimmelsuchspiel. Da war immer irgendwo so ein kleiner Kobold-Troll irgendwo versteckt. Und am Ende der Folge wurde das immer aufgelöst, wo man den in der Folge gefunden hat. Und während des ganzen Eternity Wars, ich weiß nicht, ob es in allen Heften der Fall ist, aber in einigen Heften ist mir dieser Kobold halt begegnet, so einfach so versteckt. Das fand ich natürlich ganz witzig, hätte man vielleicht schon vorher als Easter Egg auch einbauen können. Und nach dem Eternity War ging es aber noch weiter mit He-Man bei DC, aber nicht mehr mit diesem He-Man. Das heißt, wir bekommen dann einen kleinen Reboot bei der ganzen Sache mit dem Crossover mit den Thundercats, wo wir es aber wieder mit einem komplett anderen He-Man zu tun haben, bei dem eben ja auch die ganzen Verhältnisse anders sind. Hier kann zum Beispiel Battle Cat reden, was er in der regulären DC-Serie nicht konnte. In der regulären Reihe wussten natürlich alle, dass Adam He-Man ist. Hier finden sie es heraus. Und das ist eher so eine kleine Trash-Perle. Die ist sau unterhaltsam, aber sie ist eben jetzt keine so geile Story wie die Haupt-DC-Story. Es ist halt wirklich ein bisschen trashig. Skeletor ist hier eher so wieder ein bisschen dummbatzig unterwegs, schafft aber trotzdem den großen Plan umzusetzen, indem er sich mit Mumien, dem Feind der Thunderbolts, verschmilzt und dadurch eine neue Wesenheit namens Mummeltor oder so ähnlich, ich kann es nicht aussprechen, bildet und dann eben die Thundercats zurückschlagen will und auf die Art natürlich das Schwert der Macht erobern will. Diese Reihe oder Serie wird dann nochmal fortgesetzt mit einem Crossover mit Injustice, also diesem Videospieluniversum, wo
der gute Tim Seeley ja auch die Comics zugeschrieben hat. Und Tim Seeley schreibt auch dieses Comic. Ich glaube, er hat auch Thundercats geschrieben, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Aber jedenfalls spielt das eben ja in dieser Injustice-Welt. Und hier wird He-Man halt auf die Erde geholt, um Superman aufzuhalten, der ja hier ein großer, böser Tyrann ist. Und natürlich mischen hier auch Darkseid und Skeletor mit. Und als letzte Miniserie erwartet euch hier drinne Masters of the Multiverse. Spielt wieder in gar keinem der beiden Vorgänger He-Man-Universen, sondern macht so sein komplett eigenes Ding. Hier ist auch nicht He-Man die Hauptfigur, sondern Keldor. Aber ein Keldor aus einem Universum, wo Keldor eben weiterhin Keldor ist und einfach nur ein Witzbold ist, einfach so des Königs, ein hofnarischer Prinz zu vergleichen, vielleicht mit Loki im Vergleich zu Thor. Und He-Man ist hier der Böse, denn dies ist Eternia, ich kann nicht aussprechen. Und dementsprechend haben wir es hier mit Anti-He-Man zu tun. Und dieser reist durchs Multiversum, um die Schwerter der Macht einzusammeln, um die Macht von Grayskull aller Universen in sich aufzuziehen, bis hin zum allerersten Grayskull und zu den ersten Schwertern der Macht. Und der Dolph Lundgren-He-Man und irgendein Videogame-He-Man sammeln hier halt den guten Keldor ein, um von ihm Unterstützung zu bekommen, um ja den Anti-He-Man aufzuhalten. Dabei trifft Keldor natürlich auf diverse Skeletor, die ihm einiges mitgeben, damit er sich weiterentwickelt, aber eben auch auf unterschiedliche He-Mans, die auch einen starken Einfluss auf den guten Keldor haben. Vor allem sehr interessant ist der schrecklich gut gelaunte He-Man, eine Trash-Perle. Genauso wie die anderen beiden Vorgängerserien, also Injustice und Thundercats, macht aber einfach Bock. Macht einfach Bock. Ich bin der Meinung, man hätte noch mehr He-Man-Sachen einbauen können. Ganz klar. Noch viel, viel mehr. Da wäre noch mehr gegangen. Aber einfach soweit macht das Spaß. Gekrönt wird dieser zweite Omni noch mit ein bisschen Classic-Stuff. Und da muss ich sagen, das hätte man sich meiner Meinung nach sparen können. Wir haben am Anfang erstmal das allererste Aufeinandertreffen zwischen Superman und He-Man. 82 erschienen, dafür eigentlich schon viel zu schlecht geschrieben, also lesetechnisch fühlt sich das an wie so ein 70er-Jahre-Comic. Die Story war auch in den Trades mit drin, ich glaube in dem Justice League Crossover Trade, also die kann man noch machen. Es gibt danach aber eben noch ein zweites dieser Crossovers, wird aber nicht als Crossover beworben, sondern nur als He-Man Masters of the Universe, wo ja der gute Superman nochmal nach Eternia kommt, um halt He-Man im Kampf zu helfen. Die fand ich dann schon richtig schlecht. Und dann kommt eine dreiteilige Miniserie, die halt auch in demselben He-Man-Universum spielt. Und die hat Potenzial. Also wenn das nur ein Storyboard wäre für ein gutes Comic. Okay, als Comic selbst aber echt nicht lesbar. Also sehr, sehr, sehr anstrengend einfach natürlich von der Textgestaltung. Und wir reden hier von 80er Jahren. Zeichnerisch auch nicht die Bombe, muss man auch dazu sagen. Also manchmal ist es auch schwierig, die Figuren wieder zu erkennen, wie Teela und He-Man, inklusive, dass mal He-Man eigentlich in seiner verwandelten Form da ist und trotzdem in einem Panel plötzlich als Prinz Adam in Erscheinung tritt. Also das war ganz weird geschrieben. Die Göttin, nicht die Sorceress, hier gibt's keine Sorceress in diesem He-Man-Universum, da gibt's eine Göttin, die sieht wie die Sorceress in Form der Anbeterin, Sorceress, also Schlange, halt, die ist von Skeletor entführt worden und Skeletor erpresst halt He-Man, yo, bring mir die Schwerter der Macht oder ich töte die Göttin. Worauf halt He-Man und seine Masters drei Medaillen sammeln muss, mit der der Weg zu den Schwertern der Macht geöffnet wird. Ja, Schwerter der Macht, es gibt hier zwei. Und die Schwerter der Macht verwandeln auch He-Man hier nicht, sondern eine Höhle. Und He-Man kämpft hier mit einer Axt. Und eben, wenn man beide Schwerterhälften hat, die Zwillingsschwerter, wird das wahre Schwert der Macht gebildet, mit dem man halt zum Master of the Multiverse wird, also das Universum beherrschen kann. Ist eine andere He-Man-Form, als ich kenne, ist aber vergleichbar mit der letzten He-Man-Form, die wir im Multiverse-Comic sehen. Nicht ganz dasselbe Universum.
Hier hat auch Adam und He-Man eher so eine Batman-Rolle, weil Adam ist hier wirklich so ein Playboy, ständig dauerstramm, nur am Prügeln und halt immer mit den Girls unterwegs, außer er muss halt He-Man sein. Fand ich ganz interessante Variante, könnte ich mir gut vorstellen, aber es ist halt wirklich nicht gut umgesetzt. Also wenn ich das halt mit Conan von Roy Thomas, was noch weitaus älter ist, vergleiche, war das hier nichts. Aber auch wirklich gar nichts. Also da kann ich keine Empfehlung für diese Klassik-Sachen geben. Und sie sind halt nicht alt genug, dass sie den Altersbonus bekommen. Die Hauptserie, die ist das große Highlight. Um die geht's, wenn man sich diese beiden Omnis holt oder generell die Trades holt. Dann geht's euch wirklich nur um diese große epische Saga, die im Eternity War endet. Alles andere kann man machen. Also Thundercats, spaßiger Trash. Injustice, spaßiger Trash. Multiverse, nochmal spaßiger Trash. Das ist unterhaltsam, pure Unterhaltung. Die anderen Dinge haben aber auch wirklich eine richtige Story, richtig spitze. Also dieses große Hauptsaga, die ist einfach so geil geschrieben. Das macht Spaß, das ist Abenteuerfeeling, macht einige überraschende Sachen. Es gab eine Sache, die habe ich am Ende noch vermisst, weil es wurde bei Justice League, bei dem Crossover noch angekündigt, dass wir uns noch mit einer Figur beschäftigen werden würden. Also es hat zumindest He-Man gesagt, er würde diese Figur nicht im Stich lassen und sie auf Teufel komm raus retten, hat er aber nicht mehr gemacht, zumindest nicht in dieser Heftreihe, was dann ein bisschen schade ist, weil ich doch gerne noch diese Figur gerettet gesehen hätte, sowohl von innen als auch von außen. Tolle Sachen, ihr kommt nicht mehr so wirklich dran, ist leider so, weil die Lizenzen von He-Man bei DC abgelaufen sind, ich glaube, das scheint jetzt bald. Dark Horse oder bei IDV, ich weiß es nicht. Die habe ich bisher nicht gelesen, wären auch bei Kindle mit drinne oder zumindest die ersten beiden waren, glaube ich, bei Kindle drinne. Irgendwann werde ich es mal mitlesen, wenn ich wieder bei Kindle ein Abo habe. Ist auch für mich keine Priorität. Über die Dinger wurde ja schon immer geschwärmt seit dem ersten Trade. Ich feiere es auch und ich habe eigentlich nicht wirklich die Beziehung zu He-Man. Ich bin keiner von diesen riesigen He-Man-Fans. Ich bin mit den neuen Abenteuern von He-Man aufgewachsen. Kann mich da aber auch nur dunkel an Sachen erinnern. Und wenn es hier mal auf Busy Max läuft, schaue ich ja auch mal bei He-Man, She-Ra und Bravestone, Kukagi rein. Beißt sich aber meist mit der Aufnahmezeit. Also als ich gerade hier angefangen habe, da ging gerade Bravestar zu Ende und es fing Galaxy Ranger an. Und jetzt gucke ich auf dem Fernseher, läuft schon Captain Future. So lange nehme ich hier bereits auf. Habt ihr so eine Vorstellung davon? So, also die Dinger wurden von Anfang an gefeiert und das zu Recht, die machen einfach Spaß. Sie sind auch zugänglich für Nicht-He-Man-Fans, weil du auch wirklich bei der Hand genommen bist. Weil du wirst ja reingeworfen, auch He-Man weiß ja nicht mehr, dass er He-Man ist. Also lernst du mit He-Man zusammen erstmal seine Bestimmungen, seine Freunde kennen. Also passt das voll und ganz. Also tolles Ding, riesige Empfehlung, kommt dir da noch ran und habt da Interesse dran, nehmt es ruhig mit. Also ich find's richtig klasse. So, und damit würde ich sagen, das war's für diese Folge. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie es dann in der nächsten Zeit aussehen wird, wenn ich in erster Linie Resident Evil halt erstmal zocke. So ist das halt. Auch Gaming gehört zum Leben dazu. Ich weiß, kommt immer nicht so gut an. Immer wenn ich ankündige, die nächsten Folgen werden kürzer, gehen immer die Dislikes so in die Höhe. Auch für diese Folge. Also letzte Woche erstmal Bums Dislikes gehabt. Nur weil ich sage, jo, die Folge hier wird kürzer. Das gefällt den Leuten nicht. Ich verstehe das ja. Aber es ändert doch nichts. Ich habe auch noch was anderes im Leben als nur Comics, ne? Also ihr müsst da nicht immer jedes Mal ein Dislike bringen, nur weil ich halt mal eine kurze Folge ankündige oder nur kurze Folgen mache. Es ist manchmal so, ne? So, jedenfalls, damit würde ich sagen, das war's und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschö, Leute!